Hallo liebe Leute da draußen, hier ist der Konki und ich spiele, versuche Taxe zu starten, aber es hat nur ein Grund, warum ich Taxe starte. Die Bibliothek ist gerade live, die weiß wohl nichts, weil ich habe das Spiel offiziell auch gar nicht, aber ich kann spielen, dank Connection, dank Sonja LP. Einfach mal rein, ich werde sie gleich mal überraschen, mal gucken, ob es klappt. Ich versuche es einfach mal so spontan, ich bin ja bei ihr im Chat. Deswegen, den Ton, ihr gleich hört, ist von ihrem Livestream. Und ich weiß von nichts, also nicht wundern. Ne? Dass jetzt auch doppelt Musik ist oder jetzt Geräusch von Spiel hört und ihre Stimme, das ist der Livestream-Sound, weil wir wollen ja ihre Emotionen aufnehmen. Eventuell müsste ich das. Was abgeht, ich baue ein möchte gerne. Könnte ja mal versuchen. Das minimalistisch eingerichtet. Bildschirmaufnahme, wird. Fensteraufnahme. Wir machen mal hier Fensteraufnahme. Einfach mal Fensteraufnahme, lass mal Fensteraufnahme. Machen wir ja, machen Fensteraufnahme. Genau, da ist das. Das ist doch schon mal gut. Was? Aber sag mal nach oben. Vielleicht da oben, der Richtung da oben, da so. Was? Was war? Hi! Hallo Juna! Was hast du gemacht, Nike? Hm? Unerwartet geschlossen. Das Spiel wurde einfach geschlossen. Das Spiel wurde aber ausgemacht. Ich glaube, der spinnt. Ja, kann man so sagen. Ich versuche mal da reinzukommen. Wieder oben. Sieht man ein bisschen von ihr. Versuchen wir mal jetzt. Mein Glück. Naja. Immerhin hat er gespeichert. Die Beiträge. Gucken, es geht. Ein Männchen. Dafür, dass ich ein Männchen bin, bin ich aber echt. Ach, es ist abgestürzt, weil Konki erschienen ist. So, wo ist denn Konki? So, schauen wir mal. Ich dachte, der lungert in irgendeinem. Alles klar. Guck mal, sind drin hier. Was ist denn hier los? Erklärt mir das. Was ist das? Wah! Cecil! Will mich fressen! Ah! Wo ist er denn? Na, wo ist er denn? Wo bin ich? Konki, geh mal in Lava-Chat oder so rein. In Lava-Chat? Haha! Also, dann machen wir kurz mal. Das wird jetzt bestimmt übelst laut sein. Übelst laut, ja. Gehört. Ich bin laut. Mal kurz hier. Bleib leise. Laberschat. Wie geht das denn hier? Ja. Das ist blöd. Das ist angezeigt, wer das vorne reingegangen. Das ist ein Sprachkanal. Laberschat. Ja, Laberchat ist nicht drin. So, jetzt kann ich hier gucken. Ach, ich will mit dir nicht reden. Mach mal schon mal leise, genau. Ich schreie immer rum. Ich bin immer mega laut. Was, man hört mich mega laut? Achso, hi, du hörst mich schon. Ich rede ganz schön. Das ist ja schade, schade. Ich wollte schon eine andere Stimme wollen, eine SZ sagen. Ach, das ist doof. Steam kündigt ja an, dass ich reinkomme. Das ist ja blöd. Ich bin extra unsichtbar. So, ist Longi. Longi. Ist Konki zu laut? Longi Konki. Hi Longi. Longi. Ich bin der Zwillingsbruder von Konki. Krasser Scheiße. Die bessere Hälfte.
Bist du dann der mit der Brille? Der mit der Brille. Der andere redet im Koma von gestern. Wie heißt die denn? Betsy, Mo, Annabelle. Annabelle kenne ich noch, Horrorfilm. Alberta. Ist leise. Alter Schwede, okay. Das Kühe. Ist er jetzt lauter? Ja, ich muss mal gucken. Ich nehme das nebenbei auf, ne, so an Info. Ja, kein Problem. Ja. War ich auch so oder so. War ich da lauter? Ich teste mal. Konki ist etwas zu leise. Mhm. Ja, das ist immer ein. Ja, ich habe ihn automatisch leiser gemacht, weil das letzte Mal bei Sanyo haben alle gesagt, Sanyo schreit. Ja, Sanyo schreit auch privat. Wenn man leise schreit, er auch. Das ist normal. So, er schreit immer. Der schreit immer. Okay. Support-Mitarbeiter. Was? Okay. Aufnahme. So. Ja, ich hatte keine Lust, selber live zu gehen. Irgendwie wenn ich so wirklich. Und ja. Oh. Oh, dachte ich ja. Liga ist live. Oh, das Spiel kennst du. Hm, da musst du mal gucken. Oh, eine Katze. Von den Hund ist das. Dojo. Oh, ist das süß. Das ist von Nini. Oh. Also das Haus hinten, das gehört Nini. Aha. Meins ist das, weißt du, da vorne mit. Oh, einmal rein in ihr Haus. Oh, tolle Sachen hat sie hier. Ich sehe auch wie eine Frau, ist das normal? Dann hast du Frau gewählt am Anfang. Nee, ich habe das Ding nach oben. Das heißt ja männlich eigentlich. Ja, aber du musst deinen Charakter auch einstellen. So, ja. Charakterdesign, Konki. Geschlecht. Ding nach oben. Du kannst Kopf einstellen und Klamotten. Eine Katze? Ich bin 11. Ich bin Hautfarbe pink. Du kannst auch wie ein Alien aussehen. Nö, das sehe ich schon privat so aus. Ich bin Spock, oh Gott. Aber wenn ich Mädchen, wenn wir eine Schleife haben. So. Okay. Also in meinem Schrank gibt es auch Kleider, die kannst du nehmen und per Kleiderschrank dann anziehen. Geil, Strapsen! Ich bin da. Wow, mir fehlt genau eine Zeile. Ich will auch meinen Kopf einstellen. Ja. Okay, Knocker. Der muss genug trinken, dann passt jetzt für alleine den Kopf. Was ist das denn hier, ein Superladen? Das ist vom Rechner aus, Luna. Also die Häuser in der Stadt. Die Häuser, die waren schon hier. Das sind die Standardhäuser. Ist die Ria blind? Nee, die hat nur eine komische Brille. Ja, weil die auf dem Stock so rumwählt, in dem Motto, ich bin blind. Achso, nee, Ria ist die Fischersfrau. Da ist Kopf. Ah, guck mal! Ja, juhu, guck mal! Willst du ein Kleidchen haben? Krasse! Und im Keller sind Kleider. Krasse Nike. Was denn? Ich hab extra eine Leggingshose eingezogen. So hautbetont. Ich bin knuffig. Ja, ich bin knuffig. Integrieren? Hä? Nicht integrieren. Ach so. Interagieren. Was mach ich denn jetzt? Wink ich nur? Du winkst mir die ganze Zeit. Ach so, ich kann nur winken. Ich dachte, ich kann auch andere Sachen machen. Ach so. Ja, kannst du. Entschuldigung. Wolltest du mir gerade einen Fisch geben? Nein, die könnte ich geben. Mundfalter, Rosenschnecke. Alter, also, das ist ja ein Fisch. Was machen wir hier jetzt? Du kannst Aufgaben machen, indem du mit den Stadtbewohnern redest. Die geben dir Aufgaben oder Belohnungen. Ja, komm, hier ist ein kleines Mädchen. Ja, meine Mama wollte immer ein Mädchen haben. Was hat sie gekriegt? 3 Jungs. Das spielt der Konki gerade ein Spiel von meinem Steam. Unfassbar, ja. Einfach. Einfach unfassbar, ja. Sonjo, Spiele sind dafür da, gespielt zu werden. Willst du dieses Spiel spielen? Ich sie. Ich glaube, du musst theoretisch
mit dem Bürgermeister erst reden. Bürgermeister. Dann bekommst du auch ein Haustier. Ein Haustier? Oh ja, Haustier will ich haben. Bist du verloren? Den Bürgermeister suchen. Mit M kannst du die Karte öffnen und dann kannst du sehen, der heißt Max, Maximilian. Ah, da, der alte Mann da mit grauen Haaren. Ja. Wieso sind alle also alte Männer Hausmeister? Ja, das. Hausmeister. Bürgermeister, keine Ahnung. Oskar, wo bin ich denn? Da bin tschüss, ich. Tschüss, Siti Kutschi. Also, Jona, die zwei Häuser habe ich gebaut und halt den Stall hier, der ist provisorisch ganz schnell gebaut worden. Ja, genau. Die zwei habe ich gebaut. Das hat Nini gebaut. Kam aber noch nicht so weit. Sie hat ihr Riesenlager hier gebaut. Ein permanent am Looten, liebe Nini. Und ich glaube, sie will es noch weitermachen, deshalb hat sie es hinten offen gelassen. Wieso sie Gitterstäbe an den Fenstern hat, weiß ich nicht. Ja, Nini. Ninilein. Müsstest du kennen. Oh, es hat mich hingesetzt. Oh, ich bin so faul, bin ich. Ich konnte das Spiel zwar damals nicht streamen, aber war dann mit Nini im Stream und sie hat gesagt, ich soll's hosten und ja. Das ist schön. Jetzt läuft alles so bei dir? Was läuft bei mir? Ja, ist Rechner, PT, Spiel, alles. Ach so, ja, ja. Das läuft. Das ist schön. Ja, es kann passieren. Ist mir ganz sehr auf, was hier mein ganzes Dead Island ist abgeschmiert. Angeschwarzt. Hallo, Kessel. Ja, Nini wollte es unbedingt ausprobieren. Deshalb haben wir es damals gezockt. In der Bürger ja, hier habe ich ein bisschen. Ich habe das Gefühl, dass du mich öfters gesehen sehen wirst. Ja, mich wirst du noch öfter sehen. Keine Angst, Maximilian. Und Smiley, Alter, geil. So. Lizenzierter Farmer. Ich bin schon wieder Farmer. Oh Gott. Ich glaube, ich habe gar nicht ein zweites Bett. Ich auch in deinem Bett, kein Problem. Ich fass auch nichts an. Ich hab Hände, oh, Hände über die Decke. Ich hab Hände über die Decke. Ich weiß nicht, ob das geht, ich glaube nicht. Ach, das geht schon. Ich hab ein einfaches Bett, ein Doppelbett. Alicia. Nö. Aber ich hab hier Kleidchen, Klamotten. Nö, ein Doppelbett habe ich nicht. Oder du schläfst einfach in Ninis Bett. Oh, ich auch. Kein Problem. Ich bin jetzt sehr flexibel. Alter, jetzt muss ich quer die Stadt laufen und seine Rinder sind weg. Was geht mich seine Rinder an? Also wenn du zweimal W drückst, dann rennst du. Oh, geil. Muss ich auf Dauertaste mal ran. Ich hab doch keine Zeit. Hä? Jetzt müsste ich in die richtige Richtung laufen, dann wäre das Spiel auch toll. Da ist sie. Was? Habe ich dich vorher nicht begrüßt, Kessel? Ich bin mir nicht sicher, deshalb habe ich nochmal Hi gesagt. Oh, Kessel, ich habe hier ein Taschentuch für dich. Moment. Ach, das siehst du ja gar nicht. Aber doch später, wenn man vielleicht mein Video anguckt, später siehst du das. Ich habe doch ein Zebertuch, habe ich hier. Zeber. I. Okay. Nein, könntest du mir aber zuhören. Okay, schau mir nicht zu. Ich warte, bis Conky im Bett liegt. Sonst kann ich später nicht weiterbauen, dann bin ich permanent müde und falle irgendwo um. Auch gerne. Gerne, puff. Ja, das war witzig. Nini wollte so ein bisschen erkunden, habe ich gesagt, Nini, die Karte ist riesig. Sie so, ja, egal, hat kein Bit mitgenommen, gar nichts und die ist permanent irgendwo umgekippt. Okay. Weil sie so müde war. Da, und ich glaube, beim dritten Umkippen oder so, dann landet man wieder in seinem Bett. Ja. Allein die Hintergrundmusik macht schon einen müde. Die habe ich ausgemacht. Ich kann es auch verstehen, warum. Ich merke es schon nach 5 Minuten. Ich glaube, Conky ist immer noch am Erkunden. Ja, ich quatsch hier mit Alicia.
Ich rede immer mit Anfassen, ölige Hände und so. Er hat mich halt mit den Händen eingeölt. Das ist ein Kinderspiel? Ja. Oh, Sternenstaub, Sternenstaub. Einsammeln. Ja. So. Da vorne quatscht. Dreh mal ein bisschen schneller hier. Okay. Ja, toll. Ich hab eine Axt, geil. Gib Conky eine Axt und das Leben geht los. Ich nerv jetzt nicht, keine Zeit. Ich seh's jetzt schon, Conky wird hier alles abreißen. Ich bin die Axt im Walde. Oh, wieder Smiley. So. Inventur? Ich hab ein Scheuneschild, hab ich. Also theoretisch, das Scheunenschild könntest du auch. Ich glaube, das ist für die Kühe. Könntest du auch bei mir aufbauen und dann ist die Aufgabe theoretisch direkt fertig. Ja, irgendwie solche Rinder weggelaufen. Genau. Da helfen irgendwie. Genau. Nini hat hier auch ihr hingepackt. So, okay. Da ist meins und da ist Ninis und dann haben wir einfach eine gemeinsame draus gemacht. Ah, okay, dann du kannst du ruhig daneben einfach. Ja, klatsch. Direkt daneben. Ha! Müsste er anzeigen, dass alles da ist. Ist alles da? Fertig, 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 ja. Super. Ist mit der Aufgabe fertig, muss dann mit der Person reden, die dir die Aufgabe gegeben hat. Mit einem alten Mann. Dann bekommst du zwei Kühe. Verdammt, der Stall wird zu klein. Ich krieg geile Kühe, gut, okay. Zwei Kühe! Ich werde langsam müde. Geile! Geile Kühe. Wo ist denn der Alte? Du wirst langsam müde, lass mich in Ruhe. Wir haben Winter, ich hab gerade angefangen, kann ich schon wieder müde sein. Opa, bleib stehen! Ja, er wird gleich umkippen, ich leg mich währenddessen. Lass Conky draußen liegen. Ja, das ist meine Scheune. Scheuge. Klingt also als ohne. Ja, alles in Ordnung. Scheune gehört Lüge. Alter. Ja, du bist der Lonky, ich bin die Lüke. Ich hab einen leichten Nachgeschmack von Alkohol noch von gestern. Das merke ich immer noch. Kühe einfangen. Bei denen kommt auch weiße Flüssigkeit raus. Was? Also gar nicht so abwegig. Was? Weiße Flüssigkeit? Ja, nennt sich Milch. Ich hoffe, er meint die Kühe. Ich hoffe es auch. Ja, es ist so ähnlich wie Minecraft, nur halt, es gibt sehr viele Aufgaben. Ja, merke ich schon, du quatschst mich gerade voll mit so einem Gedöns, mit Aufgaben und so. Man kann auch kochen, damit dann richtig gut Geld verdienen. Das mache ich zum Beispiel. Ich habe den ganzen Sommer über die ganze Zeit nur angepflanzt und geerntet, so dass ich dann ganz viel kochen konnte und habe dann ganz viel Geld damit gemacht. Und jetzt im Winter wird mein Geld immer weniger, weil ich nichts anpflanzen kann. Ich soll einen Briefkasten aufstellen. Will ich gar nicht. Komm auf Rechnung. Weil wenn Briefkasten kommt auch Rechnung und dann muss ich bezahlen, das will ich nicht. Was ist das denn? Also Schnee. Also du kannst theoretisch deinen Briefkasten da auch bei mir oder du sagst, nö, ich baue daneben oder woanders. Kannst dein eigenes Häuschen bauen. Ja, na, weiß ich. Wenn ich mein eigenes Häuschen baue, muss ich selber aufräumen. Wird dein Häuschen gar nicht hier angezeigt? Beim Map? Such einfach die Kühe. Such einfach die Kühe. Irgendwo, wo die Kühe sind, da ist das Häuschen. Nein! Ich hab
nicht verbaut. Aber die Karte top ist schon groß, schon etwas größer, ne? Die ist riesig, die Karte. Ich sehe da hinten schon etwas. Immer muss ich die Musik ausmachen, das, Alter, das geht. Oder leiser. Ne, ich lasse sie aus. Ich füge nachher andere Musik zu. Ja, warum mache ich das nicht? Eine Grasplantage im Keller, ja, da bin ich der erste Kunde bei ihr. Hallo, auch noch ein Block nach oben, bitte. Nach oben. Ja, das müsste reichen. Ich bin hier leicht irritierungslos. Ist okay. Abonnieren, liken und das Kommentieren und nicht vergessen.